Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute hole ich endlich meinen Bus ab. Das Projekt hat Mitte 2021 angefangen mit dem Gedanken, wir kaufen den günstigsten Bus im Netz und bauen ihn zu einem Low-Budget-Camper um. Doch wie es im Leben oft so ist, es kommt immer alles als geplant. Zum Beispiel, wir haben jetzt noch einen Nachwuchs bekommen. Im heutigen Video, also Dezember 2023, kümmern wir uns tatsächlich nur um die Abholung. Viele von euch haben nach den Kosten gefragt. Auch hier werde ich in der kommenden Zeit noch ein Video produzieren, wo wir ganz genau auf die Kosten eingehen werden von dem, was bis jetzt passiert ist und natürlich auch immer dann von dem, was noch kommen wird. Also vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, möchte ich auf jeden Fall nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Firma Mechanics Deluxe und deren Netzwerk inklusive Partner und so weiter einmal sagen. Das ist brutal. Also der Bus, mir macht es wirklich Spaß. Ich drehe dieses Intro gerade in der Zukunft von dem eigentlichen Video, also halt erst danach, und bin jetzt halt schon über 1000 Kilometer mit dem Bus gefahren und muss sagen, ist schon geil. Wir sind in Rostock bei der Firma Mechanics Deluxe angekommen. Brutal. Einfach sexy. Einfach sexy. In Hannover sagt man brutal. In Hannover, ja genau. So, also in einem meiner letzten Videos auf meinem Kanal. Den Link dazu packe ich mal unten in die Videobeschreibung. Zieht euch genau. Mal rein. Ne? Sind wir nochmal eingegangen auf das Motorproblem. Das könnt ihr euch ja gerne nochmal reinziehen. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal doppelt erzählen, denke ich. Wir hatten jetzt die Aufgabe, nachdem das Fahrzeug wieder bei uns war und also anstandslos lief, hatten wir noch ein, zwei Probleme. Als Beispiel, der fünfte Gang vom Getriebe ging nicht rein. Also Getriebe Schrott, sag ich mal. Woran hat's gelegen? Ja, ich weiß es nicht. Machen wir sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Das gucken wir uns nochmal an. Das Getriebe liegt hier auf dem Rollwagen. Das muss Matze nochmal aufmachen und nochmal gucken, was da jetzt genau los war. Also weiß ich selber nicht, das Getriebe haben wir damals irgendwo rausgezogen aus irgendeiner Schublade und scheinbar war das aber kaputt. Hm. Haben nochmal Getriebe getauscht, haben das Auto hingestellt und haben halt überlegt, was ist alles noch zu machen. Ne? Also jeder, der schon mal ein Auto komplett aufgebaut hat, der weiß, das sind tausend Einzelpositionen, was du alles noch denken musst. Rein optisch, ein Scheinwerfer ist dran, eine Motorhaube ist dran, ein Spiegel ist dran, ein paar Felgen sind drauf. Fahren tut er auch, dann ist er ja fertig, aber ist er ja noch lange nicht. Und dann haben wir uns halt letzte Woche hingesetzt, haben nochmal einen Zettel gemacht mit allen Kleinigkeiten, die wir noch so bestellen mussten. Wollen wir mal gucken? Ja, zeig mal. Genau. Also als Beispiel hat man, das Auto wurde ja komplett neu lackiert, das habt ihr ja bei René auf dem Kanal gesehen. Heißt also auch, diese Türdichtung zum Beispiel ist aufgeklebt, die wird natürlich abgerissen und weggeschmissen. Also wahrscheinlich kleben es einige auch wieder an, ich weiß es nicht, die haben sie wahrscheinlich weggeschmissen oder finden sie nicht mehr. Haben das mal über VW bestellt. Das Dichtband geht halt hier rüber, zack, und geht bis hinter die Schiebetür, bis hier oben. Dann hat man hier unten in den Türen, ich weiß nicht, sieht man das mit der Kamera, ich kann mal ein bisschen Licht anmachen hier. Hatten wir jetzt bei den Probefahrten auch gemerkt, ich hatte es nicht gesehen tatsächlich. Ich habe einfach nur gemerkt, Tür aufgemacht und hier alles voller Schmatter. Haben wir den sauber gemacht und dann haben wir die Dichtung alle besorgt, also bestellt, alles neu bei VW. Weil ich denke, fällt nicht mehr so ins Gewicht, so eine Dichtung da für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro, weil an sich war das ja doch schon relativ viel Kleinteilpositionen an dem Fahrzeug. Dann haben wir hier hinten die Heckklappe, sieht man ja. Dann gibt es ja verschiedene Heckklappenverkleidungen. Jetzt hatte Frankie damals schon angefangen von Bus for Fun. Der hat ja quasi den ganzen rückwärtigen Innenraum gemacht mit Filz. Hatte hier schon außen angefilzt. Das heißt also, diese originale Multivan-Heckklappenverkleidung, die passte da nicht mehr. Dann hatte Frankie hier was gebastelt. Ich weiß nicht, sieht man das auf der Kamera so ein bisschen? Mit so einem Spots drin und so weiter, haben wir die Heckklappenverkleidung noch angebastelt. Dann fehlten halt zum Beispiel diese Öse, damit man das auch mal, damit deine Maus das auch mal zukriegt, die Heckklappe, dass sie da ankommt. Genau, diese Verkleidung hier für den Heckscheibenwischer. Ach, tausend Kleinigkeiten halt noch, ne? Diese Verkleidung hier von dem Lüftermotor, da haben wir nochmal einen Lüftermotor getauscht, weil die hintere Heizung erst nicht ging. Wie gesagt, tausend Sachen. Hier hat noch so ein Plastik gefehlt. Hier hat noch so ein Ding gefehlt. Also alles Sachen, die Funktion nicht wirklich beeinträchtigen, die aber fehlen, wenn man das Auto halt möglichst komplett übergeben will. Ne? Dann habe ich eigentlich alles soweit erzählt, was wir noch für Probleme hatten. Vorne, wollen wir noch mal genau, vorne. Genau. Weil dadurch, dass ja jetzt das Sechsganggetriebe drin ist zum Beispiel, muss ja auch ein anderer Schaltnippel. Ja genau, musste nicht, ne? Aber haben wir natürlich jetzt nochmal gemacht. Der Optik halber. Genau, vorher halt nochmal eine 6 draufsteht. Ja, so ein paar Sachen. Hier ein paar Schalter noch getauscht, weil du weißt ja, wie das Auto damals aussah. Mhm. Kannst ja nochmal einblenden, wo wir das abgeholt haben. Der äußere Zustand hat halt auch so von dem ganzen Innenraum, oder es hat den Innenraum auch wieder gespielt, wie das Ding von außen aussah. Was sagst du zu der Möhre? Ich hoffe, da wird was Gutes draus.
Ja, heute Morgen ist uns aufgefallen, saßen wir drinnen. Mensch, René kommt nachher, haben wir noch irgendwas vergessen? Da war gar kein Spiegel dran, als Beispiel. Wer achtet darauf, ob ein Spiegel dran ist? Wenn keiner da ist, ist keiner dran. Ich hatte bei der Profi, da war ab und zu mal reingucken, rückwärts einpacken und mir ist dann aufgefallen, okay, dann müsste noch ein Spiegel dran. Dann bist du aber wieder am Telefon, dies, das. Hast es vergessen. Genau, hier an den Armlehnen war das Problem, dass hier diese Kappen hier, dass das noch, hier war eine graue drauf, da haben wir jetzt noch eine schwarze besorgt, die muss keiner hier noch ranstecken. Die hattest du ja damals zum Sattler abgegeben und das waren ja irgendwie auch so zusammengewürfelte Sitze. Genau. So. Naja. Also ein paar Sachen hatten wir halt noch zu machen. Und sind, glaube ich, auch immer noch zu machen. Ein paar Sachen haben wir ja noch vor. Zum Beispiel hier, kannst du ja mal rumgehen, den Teppich mal kurz mal zeigen. Hier ist zum Beispiel zu sehen, wir haben ja hier vorne einen Multivan-Teppich genommen. Und bis dato, glaube ich, haben wir noch nie so einen richtigen Transporter mit so einem Teppich ausgestattet. Und da ist mir dann noch aufgefallen, okay, das Armaturenbrett in so einem Multivan geht ja bis hier rüber. Weißt, kennst du das von ich glaube, von Philipp sein, der hat ja auch einen Multi, ne? Da ist ja auch das Armaturenbrett hier so breit, da ist hier ein Becherhalter drin. Hier ist zwar auch eine, so eine Kassenversion. Aber normalerweise hast du ja so einen großen mit so einer Ausziehschublade und darunter noch einen Getränkehalter. Hat das Armaturenbrett jetzt nicht, deswegen haben wir da unten jetzt ein Loch. Ich weiß es nicht, da seid ihr als Zuschauer auch ein bisschen gefragt, so ein bisschen Schamwissen. Gab es Transporter mit Teppich, mit so einem Velour-Teppich? Ich weiß es nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare. Oder wenn ihr vielleicht noch einen liegen habt, könnt ihr gerne mal René schreiben, ich glaube, der wird sich freuen. Dann kann man den nochmal wechseln. Funktioniert alles so? Genau, also ist alles so, wie es original mal war, funktioniert es auch. Wir haben keine Fehler mehr hier im Tacho, wir hatten anfangs noch ein ABS-Problem. Ganz oft hat man, dass der Bus hinten halt einen ABS-Fehler hat. Das ist meist dann, wenn das Radlager so den Geist aufgibt. Ich vermute, dass einfach dann dieser Abstand zwischen diesem Fühler nicht mehr passt und zwischen der Radnarbe. Hier war der Fall tatsächlich, wir sagen ja schon die Wahrheit, ne? Wir haben die Dreieckslenker einfach stumpf abgeklebt, gestrahlt und gepulvert. Dann haben wir die erstmal wieder eingebaut. In dem Wissen, dass wir immer nochmal die Radlager tauschen müssten, weil natürlich Farbe überall bei den ABS-Ring rangekommen ist. Dann sind wir gefahren, habe ich so gedacht, oh Mensch, das erste Mal, wo wir jetzt gefahren sind, oh Mensch, ABS-Problem, was könnte das sein? Ja, bestimmt hinten diese beige Farbe auf den Radnarben. Ja, dann haben wir gestern Abend nochmal die Radlager ausgepresst. Da hat gefühlt eine Stunde gedauert, also raus, rein die Dinge. Und ja, dann war der ABS-Fehler auch weg. Ach genau, da hatten wir noch ein Problem mit diesem Schleifring hier, der war auch noch kaputt, das Steuergerät hier von dem Lenkwinkelsensor. Der war noch kaputt, den haben wir noch bei VW geordert. Ist jetzt auch drin, funktioniert alles. Airbag-Fehler ist weg. Lenkrad hatten wir ja auch wieder ein originales genommen hier, was da vorher auch drin war. Ich denke mal, das sind alles Sachen, die werdet ihr bei René auf dem Kanal noch sehen, was da noch alles kommen wird. Ich bin eigentlich so letzten Endes, nach all den Problemen, die wir mit dem Auto hatten, sei es jetzt der Motor oder irgendwelche Wartezeiten, irgendwelche anderen Schwulitäten, mit denen wir so zu kämpfen hatten in den letzten Monaten, bin ich eigentlich trotzdem sehr glücklich, wie schön das Auto geworden ist. Also das war letzten Endes auch so das Ziel des Ganzen, dass wir irgendwie was abliefern, was irgendwie schick ist. Wir führten eigentlich alle so im Team, dass das sehr gelungen ist. Mega. Also war für uns auch eine ganz neue Erfahrung, mal so ein ganzes Auto für jemanden zweiten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig oder ganz blöd, zu bauen. Haben wir auch viel gelernt dran, also was man alles so beachten sollte, was man vielleicht vorher absprechen sollte. Und so weiter und so fort. Das war sehr lehrreich auf jeden Fall für uns als Firma und für mich halt auch als Kopf des Ganzen. Bin letzten Endes froh, dass das so ein schönes Ende genommen hat mit so einem schönen Fahrzeug einfach, dass man sozusagen, ich glaube, ich würde mich auch immer tatsächlich auch freuen, wenn ich das Ding mal wieder irgendwo sehe, weil es einfach auch verdammt schick ist. Und ich hoffe einfach, dass du damit deinen Spaß haben wirst. Mhm. Und ab und zu mal einkehrst hier. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem kommenden Video geht es wieder um den Golf. Der steht immer noch bei der Firma Lackwelt in Irksleben. Dort sind nur, um den Fusch zu beseitigen, der vorher gemacht wurde, über 120 Stunden draufgegangen. Wir haben da jetzt schon ein bisschen was gemacht. Wird geil. Ich blende jetzt hier nochmal die Playlist ein von der ganzen Busreihe. Viel Spaß. Euch eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin. Ciao.